So, und als nächstes hat der Abgeordnete Müller von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wieder habe ich viel gelernt. Das ist schön, wenn man in meinem Alter immer noch etwas Neues dazulernt. Ja, genau, bei Ihnen habe ich ganz viel gelernt. Ich habe nämlich gelernt, meine alten politikwissenschaftlichen Seminarbücher zu holen, weil als ich den Antrag gelesen habe, fiel mir gleich ein Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Hat er nämlich einen Aufsatz zugeschrieben. Und da hat er sich damit auseinandergesetzt, wie denn der Kapitalist mit den Produktionsmitteln und mit den Arbeitnehmern, ich sage es mal, wirtschaftlich umgeht. Er hat dazu eine tolle Formel gebildet. Karl Marx war ja ein Fan von Formeln, wie Sie wissen, Frau Kollegin Wissler. Die waren nicht alle richtig, aber immerhin, er hat Formeln entwickelt. Und dann habe ich da geschaut und habe gesagt, aber die haben ihn gar nicht verstanden. Weil er hat nämlich eine These gehabt, mit den Arbeitsmitteln ist der Kapitalist schon deshalb vorsichtig und ressourcenschonend, weil die seinen Gewinn ausmachen. Und Ihr Menschenbild, und das ist in diesem Antrag sowas von klar, Ihr Menschenbild ist immer, die sind schlecht, die Unternehmer sind schlecht, die Menschen sind prinzipiell schlecht, sie machen alles nur schlecht und sie ignorieren und wollen ignorieren und sie wollen es noch nicht mal zur Kenntnis nehmen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich sehr wohl und ausgezeichnet um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Land kümmern. Und wissen Sie, das Gute ist, dass sie sich aufregen, zeigt, die Nadel piekt. Also, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, Gott sei Dank, die Arbeitnehmer sie nicht als Vertretung brauchen, sondern die Gewerkschaften, ist mir deshalb ganz wichtig, weil gestern hat der Deutsche Beamtenbund und der DGB etwas zum Thema Homeoffice und Beschwerden gesagt. Zitat: Uns liegen keine wesentlichen Beschwerden aus Hessen vor. Punkt. Uns liegen keine wesentlichen Beschwerden vor. Das sind die Gewerkschaften im Lande Hessen, die sich um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich kümmern und nicht in Theoriezirkeln sich verlieren. Und die sagen, es ist nicht problematisch. Zweiter Punkt. Das Amt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Kollege Decker, kommen noch auf die Sozialdemokratie und Ihren Wunderminister Heil und den Wunderminister Scholz. Ihre Arbeitsschutzbetrachtung, verehrte Linke, die ist ja auch falsch. Auch die Arbeitsschutzbehörden in Hessen haben gesagt, wir haben keinen Anlass zu sagen, wir müssen uns Sorge machen. Also, die Bedingungen für die Homeoffice-Situation beurteilen sowohl Gewerkschaften als auch die Arbeitsschutzbehörde als gut. Also, das heißt, Ihr Ansatz ist prinzipiell falsch. Das bei 2,4 Millionen Beschäftigten in Hessen. Der ist falsch. Und der ist schlichtweg von einem Menschenbild getrieben, nämlich das Menschenbild, der Unternehmer ist per se schlecht. So, das ist so. Und jetzt, ich will doch mit Ihnen jetzt keinen Marx-Dialog gehen, sondern den Lesekreis können Sie ja später gründen. Jetzt hat der Abgeordnete Müller das Wort. Sondern ich will Ihnen deutlich machen, wie weit Sie neben der Welt stehen. So. Und jetzt wollen wir weiter diskutieren. Sie sagen, Sie machen sich Sorgen um die Einkünfte, um den sozialen Standard der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nur auch da ist die Realität wieder eine völlig andere. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Corona-bedingt aus dem Unternehmen ausscheiden müssen oder krank sind oder. In allen diesen Fällen gibt es einen Absicherungsmechanismus, nämlich Kurzarbeitergeld in aufgestockter Form jetzt, Arbeitslosengeld im Zweifel zusätzlich, Krankengeld, Kinderkrankengeld verlängert für Betreuungssituationen. Also der Arbeitnehmer ist umfassend abgesichert. Wer nicht abgesichert ist, und darum müssen wir uns ja auch Gedanken machen, ist der Unternehmer.
der hat das nach wie vor das Vollrisiko. Und lieber Herr Kollege Decker, er wartet ja noch auf die Scholz'sche Versprechung, die Hilfen werden sofort bezahlt. Da hätte ich mir gewünscht, dass da die Hilfe sofort gekommen ist, damit da Beruhigung eintritt und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin in Zukunft einen Arbeitsplatz haben. Also, 2,6 Millionen Hessinnen und Hessen stehen in Lohn und Brot, und es gibt keine Beschwerden der Gewerkschaft. Und jetzt wollen wir doch mal realistisch sein, liebe Linke. Sie sagen, das sei der große Infektionsherd. Wo ist der Arbeitsprozess der große Infektionsherd? Haben Sie irgendeinen Beleg für diese abstruse Behauptung? Irgendeinen? Es gibt keinen Beleg dafür. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In meinem Wahlkreis die Unternehmung. Sie müssen doch nur mal reingehen. Sie müssen sich mal anschauen. Da sehe ich keinen Arbeitnehmer ohne Maske. Da sehe ich keinen ohne Abstand. Und da sehe ich keinen Pausenraum, wo mehr als zwei oder drei gleichzeitig drin sind. Warum? Naja, weil der Unternehmer sich sofort sein Unternehmen zerschießt, wenn er den Coronavirus im Unternehmen hat. Und Ihre Unterstellung, dass denen das alles egal ist, geht doch an den wirtschaftlichen Prinzipien vorbei, dass man wirtschaften möchte, um Erfolg zu haben und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Lohn und Brot zu geben. Und was noch viel wichtiger ist für uns, um Steuern zahlen zu können. Denn die ganzen sozialen Betrachtungen können wir nur und ausschließlich leisten, wenn Steuern im Laden im wahrsten Sinne des Wortes sind. Und deshalb sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sehr wohl intensiv darauf bedacht, dass Arbeitnehmer sich nicht infizieren, sondern infektfrei bleiben, damit sie eben auch produktiv, um mit Karl Marx zu sprechen, tätig sein können. Und ich möchte, ich möchte mich ja nicht nur mit den Linken beschäftigen, das ist ja dann auch langweilig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Decker, also bei allem Verständnis, wissen Sie, Sie sagen dann, unter welchen Bedingungen diese Verordnungen auf den Weg gekommen sind, und alle verwenden heute arbeitsrechtliche Begriffe. Also die zwingenden betrieblichen Erfordernisse ist ein feststehender arbeitsrechtlicher Begriff. Das erzähle ich Ihnen deshalb, weil ich in der letzten Woche allein drei Seminare zum Thema neue Covid-Verordnung durchgeführt habe. Deshalb habe ich es jetzt noch ein bisschen im Kopf. Und der ist definiert. Und da ist ganz feststehend, wie das ist, also wie Sie sich das gerade vorstellen, dass das nur im Ausnahmefall geht, ist nicht. Sondern wenn es nicht funktioniert, weil die Arbeitsmittel nicht da sind oder weil manche Vorgaben EDV-technisch nicht gehen, dann ist der Grund da. Also so einfach ist es nicht, wie Sie es vorstellen, dass die Unternehmen verpflichtet sind. Und Ihr Heil hat ja auch gar keine eigentliche Verpflichtung ausgeführt, weder für den Unternehmer noch für den Arbeitnehmer, sondern er hat schlicht und einfach eine Soll-Vorschrift gebildet, die nicht durchsetzbar ist, weil keiner von beiden kann klagen, weder der Arbeitnehmer, dass er es muss, also dass er es machen darf, noch der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer es machen muss. Und die Behörde kann es prüfen, und sie kommt im Regelfall zu dem Ergebnis nach den Rechtsprechungsgrundsätzen, dass die Gründe ausreichend sind. Also wir wollen ein bisschen realistisch bei den Dingen bleiben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, ist ja Ihr Minister, Sie haben den Herrn Heil gelobt. Ich hätte es ja nicht getan, aus wohlerwogenen Gründen, aber bitte sei es drum. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist heute zum etlichsten Male von grundrechtseinschränkenden Maßnahmen gesprochen worden. Ich finde das langsam unerträglich. Grundrechte werden, so sagt es der Verfassungsgericht, das hessische, nicht der hessische Verfassung, das Bundesverfassungsgericht zur Corona-Situation, Grundrechte bedingen sich. Und der Gesundheitsschutz, Grundrechtsstatus, wird ebenso deutlich wie die Freiheitsrechte miteinander in Bezug gesetzt. Und das Bundesverfassungsgericht sagt doch eindeutig zu den Maßnahmen, sie müssen angemessen sein, aber sie müssen sich gegenseitig berücksichtigen. Und da ist nichts von Grundrechtseinschränkungen die Rede, sondern es ist von einer Grundrechtsabwägung die Rede. Und da müssen wir alle miteinander sehr aufpassen, dass wir nicht die eine oder andere Seite der Waage überziehen. Da sind wir uns, glaube ich, vielleicht alle einig, dass wir sehr wohl aufpassen müssen, dass wir die Grundrechte beachten. Aber nichts ist hier von Einschränkungen die Rede. Und das ist schlicht und einfach nur diese Argumentation von Ihnen, um zu diskreditieren und vermeintlich zu sagen, dass der Gesetzgeber hier verfassungswidrig handelt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dann haben wir ja noch den Antrag der FDP mit gebotenem Respekt. Ich habe mich mal vorher erkundigt, wie denn so die Fraktionen handeln, auch bei Ihnen. Ich darf Ihnen mitteilen, die Landesregierung ist deutlich besser als die FDP-Fraktion.
Sie haben 60% etwa Menschen im Homeoffice. Die anderen Fraktionen, die AfD ist ähnlich. Die anderen Fraktionen sind alle besser als Sie, aber ist egal, ist auch nicht der Wichtigste. Aber die Landesregierung ist noch viel besser als wir alle zusammen. Und der Ministerpräsident hat ja darauf abgestellt. Und die Zahlen sind zwischen 80% und 90%. Herr Abgeordneter Müller, lassen Sie noch eine Frage zu, kurz vom Schluss. Überhaupt nicht. 80% bis 90%, und das ist allemal sensationell. Und wenn Sie sich allein den Bereich Justiz anschauen, wo es schon seit langen Jahren die Situation gibt, das Homeoffice nur exemplarisch zu ermöglichen, kann ich nur sagen, die Landesregierung ist nicht nur up-to-date, sie ist der Zukunft voran. Und in diesem Sinne ist ehrlich, freundlich gesagt, der Zukunft zugewandt ist auch in Ordnung. In diesem Sinne stimmen wir unserem Antrag zu, Ihre lehnen wir ab. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die Landesregierung hat dann Staatsminister Klose gleich das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie, die wir als wirklich zentrale politische und gesellschaftliche Herausforderung jetzt schon seit mehr als einem Jahr bekämpfen, stellt uns in allen Lebensbereichen vor große Herausforderungen. Und selbstverständlich gilt das auch für die Arbeitswelt. Denn das Virus, so wenig wie es allein über die Straße geht, geht es auch allein ins Büro. Und deshalb ist das wirksamste Mittel auch dort die Minimierung aller Kontakte. Das ist die Überschrift über der Bekämpfung von Corona auch in der Arbeitswelt. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, stimmen wir eng zwischen Bund und Ländern ab. Sie orientieren sich immer am aktuellen Infektionsgeschehen und an den Empfehlungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Denn erst das Minimieren von Kontakten versetzt die Gesundheitsämter wieder in die Lage, Infektionsketten konsequent nachverfolgen zu können. Und deshalb sind die getroffenen Maßnahmen, sie waren und sind deshalb immer ein Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen und der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auf der anderen Seite. Und bereits in der ersten Phase der Pandemie wurden Standards für den Infektionsschutz in der Arbeitswelt festgelegt. Sie wurden über das Internet und bei Betriebskontrollen bekannt gemacht, und sie werden seitdem bereits kontrolliert. Seit August letzten Jahres gilt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, und seit damals sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufgefordert, umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen und ihren Beschäftigten nach Möglichkeit Homeoffice zu ermöglichen. Und mit der am 27. Januar in Kraft getretenen neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung, die jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, wurde das nochmals deutlich verbindlicher gefasst, um die Personenkontakte und damit die Übertragungsrisiken auch bei der Arbeit und auch auf dem Weg zur und von der Arbeit übrigens, das müssen wir nämlich immer mitbedenken, das Gehen zur Arbeit oder die Anreise zur Arbeit verursacht ja auch weitere Kontakte, um diese Kontakte weiter zu minimieren. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, den Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen, sofern keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Keine zwingenden betriebsbedingten Gründe. In vielen Unternehmen ist Homeoffice ja auch längst gängige Praxis. Und wir appellieren auch weiterhin dringend an alle hessischen Unternehmen, diesen Weg konsequent weiterzugehen, um das Pandemiegeschehen auch einzudämmen. Denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht auch Verantwortung dafür, dass unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit alle erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ich betone aber auch und ganz ausdrücklich, die allermeisten hessischen Unternehmen kommen dieser Verantwortung auch sehr sorgfältig nach. Und das ist ja auch logisch. Das liegt auch nicht in Ihrem Interesse, dass Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauerhaft oder gar schwer erkranken. Ausdrücklich unterstreichen möchte ich, dass wir als
oberste Arbeitsschutzbehörde großen Wert darauf legen, dass die Aufsichtsbehörden auch während der Pandemie ihrem Auftrag nach Überwachung und Beratung der Betriebe nachkommen und dort auch präsent sind. Schon während der ersten Phase der intensiven Kontaktbeschränkungen im vergangenen Jahr haben sich die zuständigen Aufsichtsbehörden in Hessen, die für den Arbeitsschutz verantwortlich sind, nämlich unsere drei Regierungspräsidien, intensiv um die Kontrolle und Einhaltung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln gekümmert. Sowohl in der Fleischindustrie als auch auf Baustellen, in der Landwirtschaft, in Unterkünften für die Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter haben umfangreiche Kontrollen stattgefunden. Allein im vergangenen Jahr, trotz und gerade wegen der Pandemie, haben die Regierungspräsidien über 1.300 Corona-bezogene Überwachungen in Betrieben durchgeführt. Und gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft konnten 2020 rund 160 landwirtschaftliche Betriebe und etwa 5.600 Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter erreicht werden. Darüber hinaus finden aktive Kontrollen im Einzelhandel und in den Dienstleistungsbranchen statt. Und dass diese Maßnahmen wirken, das zeigt sich auch daran, dass es in Hessen keine großen Ausbrüche in solchen sogenannten Hotspot-Branchen gegeben hat. Und es war übrigens das Land Hessen, das gemeinsam mit Schleswig-Holstein und Hamburg schon zu Beginn der Pandemie mehrere Handlungshilfen zum Arbeitsschutz, insbesondere für die Baubranche und die Landwirtschaft, veröffentlicht hat. Unsere Arbeitsschutzbehörden gehen allen Beschwerden nach, auch denen, die sich auf die Corona-Arbeitsschutzverordnung beziehen. Denn es gilt, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber es ihren Beschäftigten verweigern, Homeoffice anzubieten, obwohl keine betrieblichen Gründe dagegen stehen, dann können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch anonym an die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde oder sogar ihren Unfallversicherungsträger wenden. Solche Beschwerden sind immer möglich. Dazu braucht es übrigens auch keiner besonderen Hotline, wie es DIE LINKE in ihrem Antrag fordert. Aber natürlich gibt es auch Tätigkeiten, die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Wir sind alle auf die Menschen angewiesen, die vor Ort arbeiten, beispielsweise in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Lebensmittelbranche, im Handwerk, im Sicherheitsgewerbe, in der Daseinsvorsorge oder in der Produktion. Und deshalb gerade da müssen die Corona-Arbeitsschutzregelungen, insbesondere die Abstands- und Hygieneregeln und die Maskenpflicht, unbedingt eingehalten werden, um diese Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Und die neue Bundesverordnung sieht ja auch hier Verschärfungen vor, beispielsweise Einzelraumbelegungen, mindestens 10 Quadratmeter Grundfläche pro Person bei Mehrfachbelegung oder das Tragen medizinischer Masken, wenn Abstände gar nicht eingehalten werden können. Das Thema Homeoffice und Telearbeit hat uns in Hessen schon vor dieser Pandemie beschäftigt. Es wird uns ganz sicher auch danach noch begleiten. Denn durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt werden weitere Formen der flexiblen und mobilen Arbeit genutzt und weiterentwickelt. Und auch an diesen Arbeitsplätzen wollen wir ein gutes Niveau des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass psychische und physische Belastungen auch bei mobiler Arbeit im Homeoffice vermieden werden. Und all diese im Arbeitsalltag durchaus umständlichen Maßnahmen, aber auch die enormen volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser weltweiten Pandemie fordern von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von den Unternehmen und von den Selbstständigen in Hessen Ausdauer, Geduld und Verständnis. Sie haben sich bereits in den letzten Monaten diesen Herausforderungen gestellt. Sie haben Mut zu kreativen Lösungen gezeigt. Sie haben sich auch gegenseitig unterstützt. Und dafür will ich ausdrücklich allen danken, denn Sie helfen so täglich mit, diese Pandemie mit dem leider notwendigen langen Atem zu bekämpfen. Und abschließend will ich nur noch anfügen, als Absolvent der Politikwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, wo das Kapital noch zweisemestrige Pflichtlektüre war, wenn Sie, Frau Böhm und Herr Müller, Ihren Marx-Lesekreis gründen, schicken Sie mir doch auch eine Einladung. Ich bin gerne dabei. Danke schön.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Kollege Oliver Stirböck und unser Freund Wolfgang Decker auch. Herr Stirböck, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte nur auf den Kollegen Müller eingehen. Ich weiß nicht, woher er die Zahlen hat, die er zur Homeoffice-Quote bei der Fraktion der Freien Demokraten genannt hat. Aber die müssen irgendwie gewürfelt sein, oder hat die FDP mit anderen Fraktionen verwechselt. Wir haben eine theoretische Homeoffice-Quote von 100%. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann in Homeoffice gehen und hat die dafür erforderlichen technischen Voraussetzungen. Und wir haben eine faktische Homeoffice-Quote von 80 bis 90%. Also wir liegen da ganz gut, und da brauchen wir sozusagen Ihre Korrektur und Ihre Zahlen nicht in diesem Sinne. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Nächster Redner in der zweiten Runde ist der Kollege Wolfgang Decker. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will das auch ganz kurz machen. Ich will nur noch mal auf zwei, drei Anmerkungen des Kollegen Müller. Da bist du, alles klar. Okay. Wunderbar. Eingehen. Also, dass Kollege Müller den Herrn Scholz und den Herrn Heil als Superminister bezeichnet hat, dem widersprechen wir ausdrücklich nicht. Das sind Sie wirklich. Nur eines habe ich nicht verstanden, Kollege Müller. Ich hatte genau das Gleiche ausgeführt wie der Minister, dem ich gesagt habe, dass jetzt das Anbieten von Homeoffice verpflichtend ist, da wo es betriebsbedingt möglich ist. Ich hatte nichts anderes gesagt. Ich weiß nicht, was Sie da falsch verstanden haben an der Stelle. Das ist auch nicht so schlimm. Und was die Beschwerdeanzeigen anstimmt, das ist korrekt. Das ist korrekt, was Sie gesagt haben. Aber bedenken Sie bitte, das Gesetz ist jung, wenige Tage alt. Das ist die Frage. Und wir werden dann genau hinschauen, ob die Beschwerden sich häufen. Ich sage das mal ganz sachlich und zurückhaltend. Da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, denn wir wissen sehr genau, dass es wirklich verantwortungsvolle Arbeitgeber gibt. Und ich gehe immer davon aus, dass es die weitaus größte Mehrzahl derer ist, die das so tun. Wir wissen aber, und das kennen wir aus allen anderen Bereichen, denken Sie bitte an die Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes, dass es immer wieder Versuche geben wird, das zu umgehen. Und genau da ist die Kontrolle wichtig. Und auch schauen wir mal, ob es Beschwerden gibt und wie viele es am Ende sein werden. Das gucken wir uns in aller Ruhe und Sachlichkeit an. Ich will einen Punkt noch anführen, den ich vorhin vergessen habe. Der liegt mir aber sehr am Herzen. Ich hatte gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir das zu sehr entbürokratisieren, dass wir keinen liberalisierten zweiten Homeoffice-Arbeitsmarkt aufmachen. Das ist mit uns nicht zu machen, genauso wenig wie die Benachteiligung von Frauen im Homeoffice. Und ich bin unserer Kollegin Nadine Gersberg dankbar, dass sie das vor wenigen Tagen auch noch einmal explizit angesprochen und deutlich gemacht hat an der Stelle. Eins muss ich jetzt klarstellen, Herr Kollege Müller. Eins muss ich klarstellen, weil das immer gerne verwechselt wird, und ich unterstelle Ihnen nichts Böses. Sie haben den Finanzminister Scholz vorhin verantwortlich gemacht, dass die Überbrückungshilfen so nicht fließen. Ich darf darauf aufmerksam machen. Er hat gesagt, wir packen die Bazooka aus. Er hat sie ausgepackt. Er hat nämlich dem Bundeswirtschaftsminister aus dem Bundeshaushalt die Mittel zur Verfügung gestellt, die der Bundeswirtschaftsminister braucht, um sie in die Überbrückungshilfen und ähnlichen Hilfen zu bringen. Und damit die Umsetzung der Programme liegt in der Zuständigkeit von Wirtschaftsminister Altmaier. Aber ich werde jetzt Folgendes nicht tun, ihn hier zu schimpfen. Aber das musste an der Stelle mal gesagt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Decker. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir haben diesen Antrag eingebracht, weil ich finde, dass wir in der Tat, und wir diskutieren ja sehr viel über die Corona-Maßnahmen, uns fragen müssen, ob die Maßnahmen verhältnismäßig zueinander sind. Und da finden wir schon, dass es einfach über die ganze Zeit des Lockdowns eine Schieflage gab zwischen der privaten Sphäre und der Arbeitswelt. Also wir haben den Menschen gesagt, mit wem sie Weihnachten feiern dürfen, was ja ein ganz krasser Eingriff in das Privatleben ist. Wir haben den Menschen gesagt, mit wie vielen Menschen
Nein, da war auch angeführt, Herr Minister, da war auch angeführt, in Klammern, Ehepartner, Eltern und so weiter. Also da standen auch dabei, wer aus diesen fünf Haushalten, das stand da schon auch drin. Aber wir greifen sehr stark in die Privatsphäre ein. Wir haben das vorgestern auch diskutiert, die Frage, ein Haushalt, der sich nur noch mit einer weiteren Person treffen kann. Das sind krasse Maßnahmen, die sind zum Teil auch notwendig. Da, wo wir sie zu kritisieren haben, habe ich sie vorgestern kritisiert. Gleichzeitig muss man sich fragen, wo finden denn weiterhin Kontakte statt? Ja, und dass die Zahlen, die Infektionszahlen über Weihnachten und Silvester eben nicht explodiert sind, so wie es viele dachten, weil viele dachten, jetzt gibt es viele Besuche, kann auch damit zusammenhängen, dass Menschen in dieser Zeit weniger arbeiten, weniger pendeln und eben weniger Kontakte haben. Und die ganze Zeit hieß es seitens der Bundesregierung, die Arbeitgeber sind aufgefordert und wir appellieren und auf Freiwilligkeit, dass die Menschen ins Homeoffice zu schicken sind. Und das finden wir, das ist jetzt etwas korrigiert worden, aber das finden wir, war einfach zu wenig. Man kann nicht derartig drastisch in das Privatleben von Menschen eingreifen, aber im Erwerbsleben sagen, ja bitte macht mal, wo es möglich ist, aber da nicht hinterher sein. Und da sind einige Länder deutlich weiter als wir. Die Schweiz hat das verbindlich festgelegt, Belgien auch. Und die kontrollieren das auch, weil natürlich muss es Kontrollen geben, sonst sind solche Regelungen ja gar nicht durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und Herr Müller, weil Sie gesagt haben, es gäbe doch gar keine Belege, dass es im Erwerbsleben, dass es in der Arbeitswelt wirklich zu Corona-Ausbrüchen gekommen ist. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, das ist uns doch allen bekannt. Erinnern Sie sich an Tönnies und an die Schlachtbetriebe? Erinnern Sie sich? Ja, in Hessen leben doch Menschen genauso und arbeiten doch genauso wie in anderen Bereichen. Amazon haben wir auch in Hessen. Dort gab es natürlich Corona-Ausbrüche. Es gab die Corona-Ausbrüche bei Airbus. Es gab Corona-Ausbrüche natürlich auch bei den Erntehelferinnen und Helfern. Und es gab auch Corona-Ausbrüche in Büros. Natürlich gab es die. Es gibt jetzt gerade eine in der Recherche des BBC in Großbritannien, wo es jetzt 60, Herr Müller? Multitasking, toll. In Großbritannien gab es gerade eine Recherche, dass es in diesem Lockdown in Großbritannien über 60 Corona-Ausbrüche gegeben hat in Büros. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es jetzt in Deutschland oder in Hessen oder so nicht die Zahlen darüber. Ich meine, wie es mit Kontaktnachverfolgung gerade läuft, wissen wir sowieso. Und dass wir vieles nicht wissen über die Verbreitung des Virus. Aber klar ist doch, die Corona-Maßnahmen haben, weil die Kontaktbeschränkungen quasi am Betriebstor geendet. Aber das Coronavirus endet nicht am Betriebstor und die Infektionsgefahr geht dort eben weiter. Und deswegen war es uns wichtig, das hier einzubringen und zu sagen, wir müssen diese Spielräume nutzen. Und mein Eindruck ist, und mir schreiben immer noch Leute, die sagen, wir könnten eigentlich im Homeoffice arbeiten, aber der Arbeitgeber will es nicht. Diese Fälle gibt es immer noch. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele prozentual genau das in der öffentlichen Verwaltung ist, aber diese Fälle gibt es immer noch. Und deswegen brauchen wir da einen Druck, dass, wenn wir die Zahlen runterkriegen wollen, Homeoffice notwendig sein muss. Selbst das arbeitgebernahe IFO-Institut sagt, 40% sind möglich. Natürlich gibt es Berufe, die man nicht im Homeoffice machen kann. 40% sind möglich. Und mein Eindruck ist, wir sind da an vielen Stellen noch lange nicht. Und deswegen muss hier etwas passieren, meine Damen und Herren. Ich will noch einmal darauf hinweisen, es ist eine Selbstverständlichkeit, Homeoffice ist keine Kinderbetreuung. Also, weil Leute im Homeoffice sind, heißt das nicht, dass sie nebenbei ihre Kleinkinder betreuen können, weil so funktioniert das natürlich nicht. Das wird ja auch ganz gerne mal unterstellt. Und ich will auch sagen, auch in Anlehnung an den Kollegen Decker, dass ich finde, dass die Gewerkschaften in vielen Bereichen sehr skeptisch sind gegenüber Homeoffice, finde ich absolut nachvollziehbar. Absolut. Wir reden hier über eine Pandemiesituation. Ja, ja, sehr in Anlehnung, habe ich auch gesagt. Wir reden hier über eine Pandemiesituation. Da halte ich das für richtig. Ansonsten bin ich der Meinung, wenn wir eine völlige Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben haben und ein unreguliertes Arbeiten, die Wohnungen dafür teilweise auch gar nicht gemacht sind, dass man ein Homeoffice macht. Ich bin sehr skeptisch grundsätzlich dem Homeoffice gegenüber, wenn es sich so krass ausbreitet. Deswegen reden wir jetzt hier über die Pandemiezeit. Und um zum Schluss zu kommen, Herr Müller, es freut mich sehr, dass Sie Marx lesen. Freut mich auch, dass Sie Ihre Ausführungen machen zur organischen Zusammensetzung des Kapitals und zum Mehrwert. Ich halte Ihre Stimme nicht überein mit Ihrer Marx-Interpretation. Die ist mir viel zu moralisch. Marx hat analytisch gesagt, es gibt einen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Der hat nicht gesagt, Unternehmen sind böse Menschen, sondern der hat ein System beschrieben, in dem Menschen agieren. Aber er hat das nicht so moralisch gesagt, wie Sie das hier interpretiert haben. Aber alles Weitere können wir dann im Marx-Lesekreis vertiefen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler.
An dieser Stelle kann ich es anschließen, der Kollege Müller für die Fraktion der Christdemokraten. Lieber Staatsminister Klose, ich muss dazu sagen, ich habe nicht in Marburg Politikwissenschaft studiert, sondern unter anderem bei Udo Bullmann in Gießen. Also, ich habe Marx dann nicht sehr gemocht, das muss ich an dieser Stelle deutlich sagen. Aber ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht verstanden, weil mir war das wahre Leben dann doch wichtiger. Und vor allen Dingen bin ich ein freundlicher Sozialmarktwirtschaftler, und das ist allemal besser als Karl Marx und alles, was man sich da noch so vorstellen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Wissler, Sie haben mich ja gerügt, weil ich jetzt mit Herrn Wagner gesprochen habe, den ich etwas gefragt habe. Nein, 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 steht Ihnen nicht zu. Aber wissen Sie, wenn der Ministerpräsident des Landes Thüringen, wenn es um das Menschenleben von Millionen geht, sich damit brüstet, Candy Crush Level 8 erreicht zu haben, dann ist das relativ harmlos, was ich mit dem Kollegen Wagner an dieser Stelle besprochen habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal, schlicht und einfach. Der Staatsminister hat es berichtet, und das sollten wir doch einfach mal zuhören. Er hat gesagt, in Hessen haben wir keinen Anlass, davon auszugehen, dass wir Ausbrüche in einem relevanten Umfang haben, die in Unternehmungen stattgefunden haben. Das hat er gesagt. Und da können wir doch stolz drauf sein. Können wir doch sagen, in Hessen sind wir an dieser Stelle, sind die Unternehmerinnen und Unternehmer verantwortlich umgegangen und haben das nicht gemacht. Und sie machen das immer so. In jeder Debatte kommen hier Beispiele, die stattfinden in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. In jeder Debatte kommen Sie mit irgendwelchen exotischen Beispielen aus anderen Bundesländern, die bei uns gar nicht eine Rolle spielen, weil unsere Verwaltung so handelt, wie sie handelt. Und der Staatsminister hat es deutlich gesagt, bei uns gibt es diese Vorfälle in dieser Form nicht. Und da können wir doch stolz drauf sein als Hessinnen und Hessen. Und Kollege Stirburg, wenn Sie das jetzt so gesagt haben, ich habe überhaupt keinen Anlass, das zu bezweifeln. Ich habe halt Zeitung gelesen, von der Zeitung Zeitungleser wissen mehr. Und da stand so drin, wenn Sie 90-100% haben, nun ist wahrscheinlich niemand von Ihrer Mitarbeiter heute da. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich habe vorhin welche gesehen. Aber sei es drum, wollen wir uns auch gar nicht vorwerfen. Sondern es geht um die Situation, dass die Hessische Landesregierung, das wiederhole ich noch einmal, eine Quote von zwischen 80-90% hat. Und das ist sensationell gut. Und ich finde, das muss man doch auch mal feststellen. Wir meckern immer rum und sagen, was machen die alles Schlimmes. Sie haben es doch geschafft, wenn 80-90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Landesregierung hat es geschafft, Sie haben es doch geschafft, das war doch sogar semantisch richtig, das umzusetzen, was Sie fordern. Da können Sie doch einfach mal sagen, das finden wir prima, das finden wir gut, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen. Und was ich auch nicht mag, ist, dass immer dieses Kommunalbashing kommt. Haben Sie ja vorhin auch gemacht, so indirekt. Die Kommunen, da ist das nicht so. Das ist doch auch falsch. Jede Kommune bemüht sich ebenso um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zahllose Mitarbeiter sind im Homeoffice, in den Landkreisen und in den Kommunen. Überall müssen wir appellieren, das ist auch ganz klar. Letzter Punkt, und dann soll es aber auch wirklich gut sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht doch um Freiwilligkeit, und es geht um die Situation, wie wir damit umgehen. Und ich finde, die Unternehmer wie aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verantwortlich. Und nur zu unterstellen, es könnte etwas sein, das rettet uns an dieser Stelle. Das rettet uns an dieser Stelle nicht. Und deshalb abschließend noch einmal, ich finde, wir haben das in Hessen gut gemacht. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen, jedenfalls zu diesem Tagesordnungspunkt, vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache der Tagesordnungspunkte 64, 95 und 100. 64 geht in den SIA, 95 in den DDA. 100 ist der Dringliche Entschließungsantrag der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Geht das mit in den Ausschuss, oder wollen wir das nachher abstimmen im Abstimmungsblock? Holger Bellino, kannst du mir helfen? Was machen wir mit dem Dringlichen Entschließungsantrag CDU-Fraktion und Bündnis 90 die Grünen, Top 100?
Geht er mit den Dingern in den Ausschuss, oder wollen wir den nachher abstimmen im Block? Mit in den Ausschuss. Auch wenn also, machen wir es. Geben wir in den SIA, ja? So, machen wir es.